diesem Video schauen wir uns den Multihoster RealGrid einmal genauer an. Erstmal müssen wir klären, was RealGrid überhaupt ist. RealGrid ist ein Multihoster und gleichzeitig ermöglicht er es, Torrents über den Browser herunterzuladen. Ein Multihoster gibt, wie gesagt, Zugriff auf die Premium-Funktion verschiedener One-Click-Hoster. In meinem Beispiel habe ich jetzt hier mal Uploaded getestet, habe einen Link von Uploaded über das Webinterface heruntergeladen bei RealGrid und habe meine komplette 100 Mbit-Leitung auslasten können. Das hat also gut funktioniert. Dann habe ich mehrere Links in den Shadow Loader 2 eingefügt und gar nichts ging mehr. So konnte gar nichts heruntergeladen werden, wie man im Screenshot sieht. Danach habe ich noch einen Up-Tobox-Link versucht, einen einzelnen, der hat auch funktioniert im Shadow Loader, komplett die Leitung ausgelastet. Bei RapidGator sah es wieder schlechter aus. Dort wurden einige Dateien nicht geladen, beziehungsweise mussten ständig wieder neu starten, bis sie geladen werden. Sieht man ja hier im Screenshot. Dann habe ich es mit Torrents versucht, habe eine Ubuntu-Distribution per Torrent hochgeladen. Das ging sehr schnell und auch der Download auf meinen Computer hat gut funktioniert. Kommen wir also zu den Beschränkungen. Laut RealGrid sind 32 parallele Verbindungen möglich, was ich nie testen konnte, weil ihr habt es ja im Screenshot oben gesehen, die Downloads regelmäßig abbrechen. Dann gibt es noch ein paar marginale Hoster-Beschränkungen, die ich aber für vertretbar und fair halte. Kommen wir mal zum Browser-Plugin. Ich habe es mit Uploaded natürlich mal getestet, völlig unbenutzbar, denn er tut für einen Uploaded-Link immer zwei Downloads starten, wie man hier im Screenshot auch sehen kann. Also er startet sie nicht direkt, aber er zeigt sie eben doppelt an. Und wenn man die alle auf einmal runterladen möchte, hat man eine ganz schöne Klickerei. Wenn man dann mehrere Links hat, müsste man jeden einzelnen dann deaktivieren, dass man nicht die Dateien doppelt lädt. Dann bin ich mal auf einen Streaming-Link gegangen und hier sieht es auch nicht besonders toll aus. Erstmal muss ich das Add-on aufmachen, muss im Add-on zwei Klicks tätigen, um dann tatsächlich den Stream zu starten, also insgesamt drei Klicks. Ich frage mich, warum der Stream nicht einfach direkt startet oder man halt im Plugin auswählen kann, was er mit einem Streaming-Link machen soll, ob er es downloaden soll oder abspielen soll. Dann kommen wir zum Support. Das Problem, das ich mit Uploaded vorhin schon angesprochen habe, das habe ich auch schon im JDownloader-Forum gefunden. Der Thread war 2 Tage alt, sprich das Problem hat seit 2 Tagen ungelöst bestanden. Ich habe daraufhin ein Ticket eröffnet. Ich habe auch eine schnelle Antwort bekommen, dass das Problem nun gelöst sei. Allerdings wurde es nur durch ein anderes ersetzt und das kennen wir schon, nämlich genau das, was mit RapidGator passiert ist, dass manche Downloads starten und manche wiederum nicht. Das Problem wurde vom JDownloader-Entwickler quasi identifiziert als Problem bei RealGrid, also nicht als JDownloader-Problem. Darüber hinaus darf das auch nicht Problem des Kunden sein, denn RealGrid wirbt ja mit dem JDownloader 2, wie ihr hier unten sehen könnt, und muss also auch sicherstellen, dass es funktioniert. Ansonsten dürften sie halt nicht mit werben. Kommen wir zum Datenschutz. Die IP wird gespeichert laut dem Privacy Policy für so einen Dienst eigentlich ein No-Go. Die Preise sind sehr günstig. Einen Monatsaccount bekommt man schon für 4 Euro. Insgesamt kann ich den Dienst leider nicht empfehlen. Die Mängel waren doch zu groß, vor allem weil JDownloader das Tool ist, mit dem die meisten wohl den Hoster benutzen wollen. Und wenn der nicht funktioniert, ja, dann hat man ein Problem und auch die IP-Speicherung spricht ganz deutlich gegen diesen Hoster. Dieses Review hatte ich schon einige Zeit vorher auf Englisch veröffentlicht auf meinem Blog und auf YouTube und hatte auch in diesem Video den Service nicht empfohlen wegen den angesprochenen Problemen. Wenige Minuten nach Veröffentlichung habe ich dann auf Twitter eine Nachricht bekommen von RealGrid, die haben meinen Account einfach geblockt. Sie haben also ein aktives Vertragsverhältnis einfach mal auf eigene Rechnung beendet. Fand ich sehr spannend, sehr kindisches Verhalten für so einen Anbieter, aber da kann man sicher denken, was auf einen zukommt, wenn man dort einen Account kauft. Fairerweise muss ich sagen, dass sie mir dann ein paar Tage später den Account wieder freigeschaltet haben. Ich habe nicht wirklich darum gebettelt, dass sie es tun. Ich finde das Verhalten absolut unter aller Sau.